Hallo, ich bin die Alex und wir stehen hier heute vor dem Blauen Haus. Es ist der 11.11. und um 11.11 Uhr ist hier drin Faschingsauftakt. Und wir schauen jetzt für euch rein, was so los ist. Wir wollten wissen, nachdem du ja jetzt hier den Faschingsauftakt im Blauen Haus so schön veranstaltest, was macht denn für dich eine gute Faschingsparty aus? Also für mich als Gott der sieben Meere macht natürlich ein ordentlicher Sturm. Freunde und Familie und alle zusammen. Natürlich auch ein wenig Alkohol. Ein ordentlicher Wellen- oder Seegang. Gute Laune, das ist das A und O. Kostüme. Leute, die sich nicht verkleiden, sind, das geht gar nicht. Und grundsätzlich schön temperiertes Gewässer. Ja, und einen perversen Rausch, hätte ich einmal gesagt. Was macht denn für euch ein gutes Faschingskostüm aus? Also es muss kreativ sein. Seriosität. Ja, Seriosität. Es muss warm halten. Heute auf jeden Fall schön warm, das ist wichtig. Partnerkostüme und uns zerstreuen der Waschbär. Also es muss zusammenpassen. Dass man sich wohlfühlt, hätte ich gesagt. Und ich muss Spaß damit haben. Einfallsreichtum, da muss man sich nicht wohl drin fühlen, da muss man nur gut drin aussehen. Gibt nur eine wahre Magie. Und ich habe noch eine Frage an dich. Wer wird heute die Tagesvollste sein? Ich glaube sie. Keiner, wir sind anständig. Für den Award habe ich mich schon selber beworben. Da gibt es auch keine, außer Konkurrenz laufen die anderen. Wir gehen alle zusammen unter. Okay, das sind wir ein gutes Schiff, die gehen gemeinsam unter. Das war's vom Faschingsauftakt im Blauen Haus. Wir wünschen allen viel Spaß beim Feiern und ein schönes Wochenende.